Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und für euch gibt's heute von Orion Effekte den Western Drive. Hallo, in diesem Video geht es natürlich um den Silver Drive. Hust, hust, Markus, du Idiot. Der Silver Drive von Orion Effekte. Wenn man eine Krone sieht und weiß, dass es ein Overdrive Pedal ist und es vielleicht Silber ist, könnte man natürlich schon irgendwelche Assoziationen pflegen zur zum Beispiel der britischen Verstärkerfirma, die zum Beispiel mal in den 80ern den Silver Jubilee rausgebracht hat. Und genau das ist auch meines Erachtens das, wo dieses Pedal hingeht. Nämlich, wir haben hier einen ordentlichen Overdrive, Vintage Overdrive von Orion Effekte. Und wir schauen uns das Pedal einfach mal kurz an, was wir hier drauf finden. Wir haben natürlich wieder dieses super Layout. Wir haben die Krone drauf, Silver Drive. Es ist auch wieder geaged, das ganze Pedal. Das heißt, wir haben wirklich überall schon so kleine Kratzer drinne und es ist schon wieder, es sieht einfach geil aus, wie Jan das immer aged. Und ansonsten haben wir natürlich vier Regler drauf. Wir haben Pegel, das ist Level. Wir haben Treble. Ach nee, wir haben Tiefen, genau. Das sind die Bässe, also wie viel Bassanteil im Sound ist. Wir haben die Höhen, das ist ganz einfach Treble, wie viele Höhen in dem Signal sind. Dann haben wir noch Verzerrung, das ist schlicht und ergreifend unser Gain, was wir haben. Dann haben wir noch die Status-LED, die ist auch innen drinnen noch schaltbar, nämlich von Studio auf Bühnenbetrieb. Das ist ganz einfach, ob es hell oder etwas gedimmt sein soll. Dann haben wir True Bypass On-Off-Schalter. Es hat auch die Möglichkeit, wieder von hinten mit 9 Volt gepowert zu werden. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit, ganz einfach von innen eine Batterie reinzumachen. Die wird auch schon mitgeliefert, sodass auch ein Batteriebetrieb möglich ist. Ansonsten haben wir natürlich noch In und Out und mehr ist an dem Pedal eigentlich nicht dran. Deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal sagen, schauen wir mal, ob es wirklich so britisch und marschallig klingt. Und dafür gehen wir in den Clean-Kanal von meinem Marshall JCM 2000 TSL und in den Clean-Kanal mit meiner Telecaster und schauen einfach mal, was rauskommt. Viel Spaß! Thank you.
Der Silverdrive von Orion. Ja, wie ich schon gesagt hatte, britischer Overdrive. Ich würde mal sagen, Ziel erfüllt. Also wir haben wirklich diesen, wenn man die Tiefen so reindreht und so, das ist wirklich so dieses Marshallige, wo dann auch wirklich bei den Tiefen so dieses Undifferenzierte im Bass so reinkommt, was man so liebt bei diesen Vintage Marshalls. Wenn man die Höhen aufdreht und die Tiefen ein bisschen zurücknimmt, reinknallt, ist es einfach wieder dieser wunderschöne AC/DC-Sound, der da hier durch den Raum hallt. Also ich würde sagen, es ist meines Erachtens kein Solo-Pedal, es ist nur bedingt ein Solo-Pedal, weil es hat jetzt nicht wirklich sehr viele Gain-Reserven. Aber so für Blues-Solos oder so ist das schon wirklich geeignet, aber es ist halt jetzt... Es ist kein Pedal, was übermäßig viel Gain hat, aber das ist auch ganz einfach. Es soll ja ein Vintage Marshall Pedal sein. Von daher, 10 von 10 Punkten. Echt jetzt mal. Also das Pedal ist wirklich unfassbar gut. Checkt das Teil aus. Ihr könnt das Ding direkt bei orion-effects.com ordern oder schaut einfach dort in die Händlerliste. Da ist zum Beispiel Music Productive. Die haben jetzt von Jan die ganze Reihe übernommen und auch andere Händler. Ihr bekommt 5 Jahre Garantie, bekommt ein ganz tolles Paket dazu. Hier gibt es eine ganz tolle Verpackung mit Jutebeutel und mit Zertifikat, Aufklebern und mit einem super schnucklichen Orion Plektrum, was ihr im Übrigen auch in Jans Shop zusammen mit dem anderen Merch, wie zum Beispiel T-Shirts, ordern könnt. Jo, ansonsten würde ich sagen, checkt das Ding mal aus. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Wenn es euch genauso Spaß gemacht hat, dann vergesst unten nicht auf den Abonnier-Button zu drücken. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, keep rocking!